Mountainbiken kann ziemlich verwirrend sein. Meinung hier, Werbung da und obendrein stellt man dann noch Erwartungen an sich selbst. Ja, dabei gibt es so viele Konzepte und Produkte, über die man sich von vornherein zwecks Sinnlosigkeit eigentlich überhaupt keine Gedanken machen sollte. Und genau deswegen haben wir euch heute unsere Top 7 zusammengestellt. Flop 7. Punkt Nummer 1. Carbonlenker. Ich weiß, Malik hat an seinem Fahrrad zum Beispiel einen Carbonlenker und ich bin in der Vergangenheit schon oft genug mit Carbonlenkern an der Front rumgefahren. Aber muss das sein? Absolut nicht. Ja. Weil gerade bei Disziplinen, bei denen Fahrer, Fahrerinnen und Fahrrad öfters mal in den Büschen landen, kann ein Carbonlenker A schnell zu einer sehr risikoreichen und B zu einer sehr teuren Angelegenheit werden. Warum ist es so? Da können auch gerne die Ingenieurinnen und Ingenieure unter euch noch ein paar Kommentare dalassen. Aber letztendlich ist es so, dass man Carbon im Zweifelsfall bei einem Sturz nicht wirklich den Schaden ansieht. Also wo ein Alulenker vielleicht verbiegen würde, entsteht bei so einem Carbonlenker nur so ein ganz feiner Haarriss. Und wenn ihr Pech habt, bei der nächsten Ausfahrt reißt das ganze Ding halt komplett ab und das will keiner. Ich habe es zum Glück noch nie selber erlebt, aber ich habe schon viele Stories darüber gehört und will es auch einfach nicht erleben. Ja, genau, absolut nicht. Und deswegen, wenn man Carbonlenker fährt und diese Entscheidung trifft, sollte man auf jeden Fall immer genügend Geld auf dem Konto haben, um nach einem großen Crash den Carbonlenker wirklich umgehend zu tauschen. Deswegen ist meine Empfehlung tatsächlich, wenn Carbonlenker am Fahrrad ist, drüber freuen, fahren, solange es geht. Und wenn dann irgendwie mal ein Sturz passiert oder sowas, das Ganze für einen Alulenker austauschen und mit dem weitermachen. Ansonsten gibt es natürlich noch das ganze Thema Carbonmüll, aber das ist mal ein Thema für ein ganz anderes Video. Zu viele Fahrräder besitzen. Auch hier müssen wir von GmbN uns mal wieder in die Nesseln legen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wer braucht schon 5 oder sogar noch mehr Fahrräder? Klar, es ist schon geil für jeden Ride, das absolut perfekte Rad zu haben. Aber sind wir mal ganz ehrlich, am Ende nutzt man dann doch nur 2 maximal von den Rädern, die man hat. Und der Rest steht in der Garage rum. Und wenn man noch ehrlicher ist, man braucht auch jedes Mal, wenn man wieder auf ein anderes Rad umsteigt, wieder mindestens einen Tag, um sich dran zu gewöhnen. Und ja. Ja, ich finde, man kann sich schon fragen, ob es sich wirklich lohnt, den Keller mit x Fahrrädern vollzustellen, die man wirklich nicht so viel fährt. Und wenn man dann im Bikepark geht, erstmal einen halben Tag braucht, um sich wieder dran zu gewöhnen, dafür ist die Zeit eigentlich zu schade für die allermeisten Leute. Und keine Ahnung, ich habe mal mit 19, glaube ich, eine ganze Saison auf einem Fahrrad gemacht und bin damit alles gefahren, von also 170 Enduro-Ding, alles gefahren, Downhill, Enduro, sogar Sea-Otter, Down-Country-Rennen, muss man eigentlich sagen. Und das war super geil, weil am Ende wusste ich genau, was das Fahrrad macht überall. Und ja, fantastische Sache. Hast dadurch mehr Vorteile. Also Mut zur Abrüstung und nein zum Konsum waren, meine lieben Freunde und Freundinnen. Stürzen in der ersten oder letzten Abfahrt. Absolut sinnlos. Ich glaube, als mountainbikende Person muss man sich insgesamt schon ein bisschen damit auseinandersetzen, dass man durchaus mal am Boden liegt, aber das kann man zumindest meiner Meinung nach als Hobbyrisiko oder sowas abtun. Ja, aber was auf jeden Fall No-Go sein sollte, sind Stürze bei der ersten und letzten Abfahrt, weil die lassen sich in der Regel vermeiden, hängen mit Überschätzung, fehlender Konzentration, fehlende rationale Entscheidungsmöglichkeit, Findung am Ende von einem langen Tag zusammen. So ist es bei mir zumindest oft. Ich kenne es nämlich von den letzten Abfahrten, wenn man irgendwie sich denkt, jetzt beim letzten Mal nochmal einmal alles geben, den Track richtig auseinandernehmen. Klingt spaßig, aber lasst es lieber bleiben. Ja, ich kenne es von mir zum Beispiel eher von den ersten Abfahrten, so gerade auf Rennen oder sowas. Da hat man sich wochenlang auf ein Rennen gefreut und stundenlang Trackwalk gemacht und was weiß ich. Und dann gehen wir uns erstmal auf die Strecke. Und safe spielen da die Hormone komplett verrückt und man legt sich dann wie so ein Agent auf der ersten Wurzel ab. Keine gute Sache, weil erstens gefährlich und zweitens irgendwie ist es direkt so ein Dämpfer für den ganzen Tag. Mhm. Und dasselbe gilt natürlich auch für einen Bikeparkbesuch oder sowas. Richtig. Deswegen lieber bei der ersten und letzten Abfahrt ein bisschen langsam machen und bei der letzten Abfahrt vielleicht einfach noch mal ein bisschen genießen und nicht mehr. Richtig. Liebe Bike-Industrie, wir alle lieben euch ja und alles, was ihr für uns produziert und erfindet, ist super toll. Aber so ein paar Sachen, sowas wie, warum gibt es denn immer noch diese Spacer, also die kleinen Abdeckkappen an den Narben, die jedes Mal, wenn man das Vorderrad rausschraubt, abfallen? Ja, und warum muss man teilweise noch Cleats mit einem 3 mm Imbus zuschrauben und vor allem wieder aufschrauben? Richtig. Und warum werden nicht alle Laufräder direkt tubeless ready abgeliefert? Ja, es gibt ja schon viele Fälle, in denen es klappt, aber es gibt ja auch noch so Sachen wie, dass Teile ohne Anleitung rausgeliefert werden. Nicht jeder von uns schraubt schon seit 50 Jahren und weiß, wie alles funktioniert. Also wäre schon so ein Inlagerspacer macht man nicht einfach mal. Ja. Und warum gibt es eigentlich noch Schraubachsen bei Gabeln? Das finde ich schon. Die Ästhetik ist schon gut.
Den folgenden Punkt hätte man wahrscheinlich auch ein Stück weit in den letzten mit reinpacken können, aber irgendwie war es uns wichtig, das nochmal extra hervorzuheben. Und zwar, warum gibt es Laufräder für Kleinkinder für hohe dreistellige oder sogar vierstellige Beträge? Muss nicht sein. Also safe, so ist es super wichtig für besonders Kleinkinder in ihrer Entwicklung Sport zu machen, und Fahrradfahren ist da wirklich eine super Sache. Ja. Und grundsätzlich sollten die Sportgeräte denen von Erwachsenen auch in nichts nachstehen eigentlich. Nee, auf keinen Fall. Ich meine, die Kinder haben ja auch noch weniger Kraft und dann sollten die Lager jetzt auch nicht irgendwie billiger sein und schwerläufiger laufen. Klar, die Räder dürfen schon auch ein bisschen teurer sein. Es ist ja ein Nischenmarkt. Es fällt natürlich dann zum Leid der Eltern, die Räder dann, das muss man ja auch bedenken, ziemlich schnell wieder austauschen müssen, weil die Kinder ziemlich schnell draus rauswachsen. So, also das ist alles gesagt. Trotzdem braucht es keine Laufräder aus Carbon oder welche, in denen ein E-Motor eingebaut ist. Braucht ihr nicht nachschauen, gibt es wirklich beides. Ja. Und ich finde es auch das eine, wenn wir Erwachsene uns entscheiden, irgendwie das Dreifache von so einem Durchschnittsmonatsnettogehalt für ein Fahrrad rauszuhauen. Aber muss man wirklich Kinder dann so in diese ganze Welt von Hightech-Materialien und Marken mit reinziehen? Muss nicht sein, ne? Zurück zu den etwas leichteren Themen, wortwörtlich. Demnächst kommt bei uns auf dem Kanal ein Video zum Thema Suspension einstellen. Ein kurzer Spoiler vorab, ist gar nicht mal so schwer. Das heißt, einmal ein bisschen Zeit investieren und ihr könnt ein ziemlich breites Spektrum abdecken und so ziemlich alles fahren und dabei ganz wichtig Spaß haben. Denn darauf soll es ankommen, genauso auch bei Reifendruckeinstellungen. Investiert einmal ein bisschen Zeit, stellt es ein, aber dann konzentriert euch aufs Spaß haben. Genau. Also wenn ihr im Bikepark seid und auf einmal die Gabel schlägt jedes Mal durch oder ihr habt nur noch einen Bar am Reifen, natürlich kümmert ihr euch darum, überhaupt keine Frage. Aber verschwendet so einen schönen Tag bitte nicht damit, fünfmal zum Auto zu fahren und dann irgendwie 2 oder 3 PSI mehr oder weniger in den Dämpfer zu kloppen. Bringt nichts. Lohnt sich nicht. Deswegen, wenn ihr euch verbessern wollt, lieber bei der Fitness oder bei On-Riding Skills anfangen. Da ist der Grenzertrag viel höher als mit solchen Spielereien. Und zu guter Letzt, ganz kurzer Punkt noch und ein bisschen komisch, wenn der von uns kommt. Lasst die GoPro das nächste Mal im Auto, filmt nicht ganz so viel. Ja gut, wenn ihr vielleicht in einem coolen Bikepark seid oder mal eine besondere Ausfahrt vorhabt, dann könnt ihr vielleicht auch mal Zeit investieren in ein richtig cooles Videoprojekt oder mal eine ganze Abfahrt von eurem Lieblingstrail filmen, weil es ist einfach eine coole Sache, das am Montagmorgen bei der Arbeit oder in der Schule sich anzugucken und zu genießen. Absolut, gibt wirklich nichts Schöneres, aber so eine Downhill-Strecke, wo man 5-mal anhält oder irgendwie so ein Flow-Trail, wo man Flow halt einfach auf der Kamera nicht sieht, so, das schaut man sich im Jahr einfach nicht mehr an irgendwie. Was gibt's noch so Sinnloses in unserem wunderschönen Sport? Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr vielleicht noch für Ideen habt, was man einfach weglassen könnte und jeder würde profitieren letztendlich. Genau, schreibt uns wie gesagt in die Kommentare, liked das Video, wenn es euch gefallen hat und lasst auch gerne mal ein Abo da auf unserem netten Kanal hier. Ja, gerne. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.